Spoiler-Alarm! Hier kommen heftige Spoiler zu Avengers Endgame. Moin Leute, das Endspiel ist zu Ende. Wovon rede ich natürlich? Von Avengers Endgame. Ja, und ich habe mir gedacht, ich fasse dieses Mal zusammen das Ende und erkläre es euch richtig, nicht wie andere YouTuber. Deshalb lasst doch gerne ein Abo hier, ein Like und wir beginnen auf jeden Fall mit dem Ende erklärt. So kommen wir zum Ende, dafür springen wir zu einer Szene, nämlich diese hier. Vorweg, Leute, die Avengers haben alle Infinity-Steine bekommen und wir springen zum Avengers-Hauptgebäude und einer kleinen Versammlung der Superhelden. Mr. Hulk bekommt von Tony Stark einen selbstentwickelten Infinity-Gauntlet in Form von seiner Iron-Man-Technologie. Laut Mr. Hulk basieren die Steine auf Gammastrahlen und weil Hulk so mächtig ist, könnte er den Snap aushalten, um alle zum Staubverfallenen zurückzuholen. Dieses passiert wie in den Comics und er probiert es aus und sein rechter Arm verbrennt leicht, wie auch sein rechtes Gesicht. Ja, es gab in den Comics natürlich auch mächtige Wesen, die unter anderem den Infinity Gauntlet snappen konnten oder benutzen konnten. Das waren unter anderem natürlich der Hulk gewesen, der Iron Man, Adam Warlock und natürlich Thanos und viele weitere. Jetzt kommen wir zu einer kuriosen Szene, was ich hoffe ich mal gut erklären kann. Und weiter geht's mit Nebula. Leider fällt den Avengers nicht auf, dass Nebula es nicht geschafft hatte, mit War Machine zurück ins Jahre 2023 zu reisen. Nämlich das junge Ich von Nebula aus dem Jahre 2014 hatte sie geschnappt und ihr die PIM-Partikel entzogen und Thanos übergeben. Somit konnte er sein Raumschiff mit allen seinen Schergen verkleinern und springt vom Jahr 2014 ins Jahr 2023 und zerstört mit Laserstrahlen das Avengers-Gebäude und es kommt zum Showdown. Meine Erklärung zu dieser Szene, ihr wisst ja, mit PIM-Partikel kann man alles klein oder groß machen. Und Nebula ist hier von ihrem zukünftigen Ich, ist das alte Ich auf sie gestoßen und hat diese Kapsel mit diesen PIM-Partikeln, hat sie das Thanos gegeben. Vielleicht hat Thanos mit Ebony Maw diese Formel entschlüsselt und das auf sein Schiff angewendet. Ihr wisst ja, dass Nebula, weil es ein bisschen tricky ist, diese Szene, dieses Schiff durch diesen Quantum Realm navigiert hat, über den Pult. Ich denke mal, weil Thanos ein sehr intelligentes Wesen ist, dass er durch diese Probe natürlich vielleicht das entschlüsseln konnte. Das ist meine Vermutung. Es wurde nur nicht richtig aufgelöst. Man hat keine Szene dazu gesehen, aber ich denke mal, das ist so passiert. Ja, nach der Zerstörung des Avengers Hauptgebäude kommt es natürlich zu diesem Showdown, zu diesem Kampf zwischen Thanos, Thor, Captain America und Thanos. Aber man merkt, dass die Superhelden mit dem 5-Jahre-Zeitsprung ziemlich außer Form sind und fast keine Chance gegen den alten, starken Thanos haben. Thor am Boden durch Thanos und plötzlich eine epische Szene. Cap kann Mjolnir heben und Blitze auf Thanos schießen. In den Comics ist Captain America wie im Film würdig und kann die Macht von Mjolnir tragen und natürlich den Hammer heben. Da ist es ja auch logisch, dass er auch die gleichen Kräfte auslösen kann mit diesem Mjolnir. Deshalb das Zitat auch nochmal für euch. Wer auch immer diesen Hammer hält, wenn er seiner würdig ist, möge er die Kraft Thors besitzen. Eins ist aber sicher, die Kraft von Mjolnir und Cap reicht nicht gegen Thanos. Es kommt dann, wie gesagt, hier noch zum Kampf und das Schild von Captain America zerbricht durch die Waffe von Thanos. Ja, er hat ja so ein Langschwert oder was es sein soll. Und ich denke mal, das ist aus einem hochfesteren Metall. Und er zerbricht einfach stumpf das Vibranium, dass es zerberstet. Auf der einen Seite die Avengers im kleinen Kreis und Thanos mit seiner Horde Black Order. Dieser will alle Infinity-Steine, um die ganze Welt auszulöschen, um eine neue Welt ohne Erinnerung zu schaffen. Aber dann passiert es. Alle gesnappten Helden kehren durch Magiekreise zurück. Und es kommt zum unerbittlichen Kampf. Dann kommt es zu einer Schlüsselszene. Scarlet Witch nimmt sich Thanos vor mit ihren starken Ziehkräften, aber Thanos hat Angst und wird mit seinem Schiff die Leute bombardieren. Aber dann, plötzlich aus dem Himmel kommt Captain Marvel. Es scheint so zu sein, dass sie Thanos fertig macht, aber nein, sie kriegt es auch nicht hin. Durch irgendwelche Konstellationen bekommt doch Thanos noch den Infinity Gauntlet und sie versucht ihn abzuziehen, sie schafft es aber nicht, wird von Thanos weggeschubst und wer ist diesen Moment natürlich da? Iron Man. Dieser schaut zu Doctor Strange und es ist der eine Moment seiner 14.605 Visionen, dass Iron Man klar wird, was zu tun ist. Er greift Thanos an und der Mad Titan wendet Iron Man ab. Er sagt nur, ich bin unvermeidbar und versucht zu snappen. Aber dann die Wendung. Es kommt nichts, weil Tony Stark hat die Steine entnommen und sagt lautstark, ich bin Iron Man.
Stelle. Wie auch in den Comics setzt Tony Stark, aka Iron Man, den selbstentwickelten Iron Man Infinity Gauntlet ein und es war einmal diese Möglichkeit oder die Möglichkeit, die vereinzelten Steine einzusetzen gegen Thanos und seine Black Order. Aber wohl oder übel wäre es zum Blutbad gekommen auf beiden Seiten. Das wollte er vermeiden und es kam dann so dazu, dass alle Bösewichte sich aufgelöst haben. Auch ein Thanos, er war besiegt und Tony Stark ist den Heldentod dann gestorben. Leider ja, epische Szene, richtig traurig. Ein Held geht von dann, hat seine Ruhe gefunden. I love you mal 3000. Ja, nach dem Ableben von Thanos und der Bedrohung, sag ich mal so, ist die Welt wieder befüllt. Was natürlich sehr gut ist, weil alle sind fast ja wieder da. Oder halt ein bisschen gealtert. Die 5 Jahre müsst ihr bedenken. Und es ist natürlich so, dass natürlich die Beerdigung von Tony Stark anstand. Ja, sogar ein Charakter, den man jetzt nicht auf dem Schirm hatte, war auch vor Ort. Harley Quinn aus Iron Man 3, ein Charakter, der vielleicht eine Rolle spielen wird in den New Avengers, vielleicht als Iron Man Nachfolger, wer weiß es. Thor begibt sich nun auf neue Abenteuer mit den Asgardians of the Galaxy, natürlich nicht, mit den Guardians of the Galaxy, überträgt die Regierung auf Valkyrie für Neu-Asgard, weil er sich neuen Abenteuer, wie gesagt, ja, freisetzen will und keine Ahnung was. Ich bin gespannt. Ja, und was ist mit Gamora los? Sie wird gesucht von denen. Ja, es hat sie sich aufgelöst oder sucht sie Antworten. Warum, wieso, weshalb sie die anderen nicht kennt. Ja, dann wollen Bucky, Captain America, Hulk und Sam Wilson die Zeitlinien richtig stellen. Ja, dann kommt es dazu, dass Cap zurück in die Zeit reist mit den Steinen und Mjolnir. Aber es scheint, es ist was schiefgelaufen. Aber Cap kommt als gealterter Mann zurück, der eine andere Zeitlinie gelebt hat. Er hat mit Peggy Carter sein Leben zusammengelebt. Zudem übergibt er sein Schild an Sam Wilson. Dieser wird nun der neue Captain America. Ja, zum Thema Zeitreisen und Zeitlinien kommt das jetzt so ein bisschen das trickigste Thema, was euch wahrscheinlich auch ein bisschen brennt auf der Zunge. Ja, und es ist ja, wisst ihr ja so, dass halt Captain America zurückgereist ist. Mit der Rückgabe der Steine an ihren Ursprungspunkt, laut Aussagen von Bruce Banner und Ancient One, werden die Zeitlinien wieder bereinigt und es gibt im größten Teil keine Zeitparadoxen mehr. Nur bei Cap wird es eine Zeitschleife geben müssen, weil es durch sein Eingreifen 2 Captain Americas in einer parallelen Zeitlinie gibt. Ein Paralleluniversum macht einfach keinen Sinn, weil man sich als Doppelgänger sehen kann. Eigentlich müsste das Großvater-Paradoxon greifen, aber man macht sich hier als Marvel seine eigenen Gesetze im Plot. Wegen dem Thema Zeitreisen gehe ich aber noch in einem anderen Video noch näher drauf ein. Aber das Schild, das hat auch viele abgenervt. Warum hat denn Bucky Barnes nicht das Schild bekommen von Captain? Er hat auch viele emotionalere Verbindung zu ihm. Warum bekommt das Sam Wilson? Ganz einfach. In den Comics ist Sam Wilson der direkte Nachfolger nach Steve Rogers, der ihm das Schild übergibt. Und das war mega Fanservice, Leute. Bucky Barnes wird auch mal ausnahmsmäßig dieses Schild bekommen und wird auch Captain America. Es gibt sogar noch einen anderen. Aber, wie gesagt, Sam Wilson ist jetzt halt Captain America und nicht mehr Falk. Die Infinity Saga ist somit zu Ende. Ein epischer Film mit dramatischen Szenen und einem sehr intensiven Ende geht zu Ende. Man huldigt jeden Held mit seinen Einspieler, bis der Abspann mit den Credits kommt. Eine After-Credit-Szene gibt es aber nicht. Die Phase 3 wird auch erst mit dem kommenden Spider-Man Far From Home abgeschlossen. Sie soll 5 Minuten nach Avengers Endgame spielen. Da wird es bestimmt neue Infos im Abspann über die Phase 4 geben. Ja Leute, das war mein Ende-Clip gewesen zu Avengers Endgame. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen, ein Like und für nächsten Videos so vielleicht Avengers Endgame. Das brennt mir noch bis auf das Thema mit den Zeitparadoxen. Dann guckt doch wieder vorbei und ich würde sagen, Leute, bis dann und schauen. Bam!